Und herzlich willkommen im Keller und zum kleinen Einführungsvideo meiner Waldwissen für fortgeschrittene Videoreihe, würde ich es jetzt einfach mal nennen wollen. Und zwar sehr detailliertes Waldwissen für durchaus sehr Interessierte. Jetzt wird der eine oder andere meinen YouTube-Kanal natürlich schon kennen und schon wissen, dass es sich in der Regel bei den meisten Dingen, die ich hier so erzähle, schon um recht detaillierteres Waldwissen handelt. Das wird jetzt aber nochmal ein wenig detaillierter werden, denn wir möchten uns ein wenig von Urknall, ja okay, den Urknall können wir ignorieren, sagen wir von der Entstehung der Erde bis hin zum deutschen Buchenwald, wie er jetzt heute bei uns rumsteht oder zumindest rumstehen sollte. Teilweise gibt es ihn ja wirklich. Stellenweise ist stattdessen ein Fichtenacker da oder ein Kiefernacker. Mitunter sind manche Böden auch so degradiert, dass sich dort kein Buchenwald aktuell mehr entwickeln würde, sondern tatsächlich der Kiefernacker fast schon die natürliche Vegetation darstellt. Aber das sind alles so Fragestellungen, die man dann im weiteren Verlauf dieser Videoreihe eben genau klären könnte. Und ich möchte wirklich anfangen beim kleinsten Punkt, wo alles begonnen hat. Und das wäre vor 4,6 Milliarden Jahren bei der Entstehung der Erde. Da werden wir uns insbesondere dann mit auseinandersetzen, wenn wir uns ein bisschen um die Waldmeteorologie kümmern, Waldklimatologie. Das ist ein weiterer Teil dieser Reihe. Und jetzt mal so einen groben Überblick über das, was eigentlich hier alles angesprochen werden muss. Wir beginnen jetzt gleich mal mit der Biologie-Schwerpunkt-Botanik-Reihe. Grundlagen der Biologie werde ich jetzt schon ansprechen, im Rahmen der Botanik und es an Beispielen in der Botanik erklären. Das ist eine physiologische Reihe, heißt, es geht hier jetzt nicht so sehr um die ökologischen Zusammenhänge. Ökologie meint ja das Zusammenleben von Lebewesen mit ihrer abiotischen, also der nicht belebten Umwelt. Das ist Ökologie quasi. Die Gesamtschaft der Lebewesen mit der Gesamtschaft der Umwelteinflüsse, wie das zusammenwirkt und untereinander Vernetzungen aufbaut. Das ist ein saumäßig komplexes Thema, kann man an sich so zusammenhängend nur unglaublich schwierig erklären und wenn doch, dann nur sehr oberflächlich. Deswegen, um das zu verstehen, dieses gesamte, dieses wichtigste eigentlich aller Themengebiete, wenn man die Natur verstehen möchte, muss man die einzelnen kleinen Teilaspekte sich herausgucken, die erstmal für sich allein betrachtet angucken. Und wenn man dann die einzelnen kleinen Teilbetrachtungsebenen verinnerlicht hat, braucht ihr vielleicht eventuell schon gar nicht mehr mich, um euch zu erklären, wie die dann untereinander zusammenwirken und das große Ganze dabei immer sichtbarer und immer besser verständlich wird. Das ist so das Ziel der Veranstaltung und wie gesagt, starten werden wir jetzt erstmal mit der allgemeinen Biologie-Schwerpunkt Pflanze. Und da auch nochmal ein Schwerpunkt, weil wir wollen uns ja in den Wald begeben. Das Ganze ist ja aufs Ökosystem Wald ausgerichtet und damit Schwerpunkt Holzpflanze. Also Pflanzen, die Lignocellulose ausbilden. Und ich werde in dieser Reihe auch häufiger mal, also häufiger als das sonst üblich ist, auch mal einen Fachbegriff in den Raum schmeißen. Nicht allzu viele und nur solche, von denen ich der Meinung bin, dass man die wirklich unbedingt können muss. Das ist relativ einfach. Fachbegriffe, die ich noch auswendig weiß, die waren offensichtlich wichtig, weil ich sie für mein eigenes Waldverständnis noch brauche und verwende und für mich selber echt in Gebrauch habe. Das ist dasselbe wie verwenden. Gut, ich wiederhole mich. also ein bisschen was ist dabei. Zwischendurch werde ich auch immer mal wieder Literaturempfehlungen geben für denjenigen, der das wirklich noch mal ganz intensiv nachlesen möchte und noch detaillierter wissen möchte, als ich es hier darstellen kann, weil meine Art der Darstellung ist das, was ich als wirklich wichtig für das weitere Verständnis erachte. Kriterium dabei ist immer, dass wir am Endeffekt das große Ganze verstehen wollen. Und da brauchen wir gewisse super kleine, futzelige Details nicht unbedingt. Wir müssen auch nicht alle Beispiele können und auswendig können vor allen Dingen, die es für bestimmte Phänomene gibt.
Es reicht, das Phänomen anhand von ein oder zwei Beispielen vielleicht kurz erläutert zu haben und darauf einzugehen. Es gibt da noch Ausnahmen. Grundsätzlich jetzt für den Biologie-Teil ist zu sagen, Biologie ist die Wissenschaft von der Ausnahme. Wenn Biologie irgendwas ist, dann das. Also eigentlich ist natürlich die Wissenschaft von den Lebewesen. Aber bei den Lebewesen gilt, es gibt keine Gesetze. In der Physik gibt es Gesetze. Die Gravitation ist ein Gesetz, gilt immer und überall und Punkt. Und da gibt es keine Ausnahme, wo die Gravitation nicht gilt. Also wenn doch, dann so, wie dieses Gesetz halt das vorsieht. Es muss also eine Masse da sein, die die Gravitation ausübt. Wenn die Masse nicht da ist, dann gibt es natürlich auch keine Gravitation. Aber solche fixen Gesetze, die immer anwendbar sind, die findet man in der Biologie nur ganz, ganz, ganz wenige. Und die sind dann fast alle tatsächlich auch im mikrobiellen Bereich. Je komplexer und je größer die Ebenen, die wir betrachten, trophische Ebenen nennt man das, werden, desto mehr verschiedene Vorgehensweisen gibt es, die alle gleich funktionieren können oder sie sind vielleicht gerade im Auslaufen, weil sie mal ausprobiert worden sind. Denn der Prozess, der quasi eine wesentliche Rolle spielt und uns auch die Reihenfolge, in der wir uns durch die Biologie jetzt hangeln würden, vorgibt, ist eben die Evolution. Und zwar die Variante, wie der Darwin sie sich auch schon ausgedacht hat, dass quasi die Vielfalt des Lebens aus einem Urlebewesen entstanden ist, das sich vermehrt und dabei immer mehr angepasst an die jeweiligen Umweltbedingungen hat. Und je länger jetzt der Faktor Zeit ist, desto mehr Zeit hatten die Einzelnen immer mehr an ihre jeweilige Umwelt angepassten Organismen, um sich dort noch besser an ihre jeweilige Umwelt anzupassen. Deswegen haben wir übrigens die größte Artenvielfalt, die es so gibt auf dem Planeten, also jetzt terrestrisch. Wir spiegeln mal die Ozeane vollkommen aus. Da kenne ich mich nicht so wirklich aus. Die müssen wir weglassen. Also es handelt sich hier immer nur um terrestrische Ökologie, also oberhalb der Wasseroberfläche. Da haben wir den Hotspot, sagt man so schön, der Biodiversität in den Tropen. Das ist nicht nur so, weil es da wahnsinnig warm ist, da unglaublich gute Wuchsbedingungen für Pflanzen, Produzenten herrschen und damit auch Konsumenten, Tiere, die Pflanzen wiederum fressen müssen, auch entsprechend gute Lebensbedingungen vorfinden, sondern vor allen Dingen ist deswegen die Biodiversität in den Tropen so unglaublich hoch, weil dort der Faktor Zeit, den die Organismen hatten, sich an ihren jeweiligen Kleinstlebensraum optimal anzupassen, auch enorm hoch ist. Die ältesten Landmassen, die die Erde derzeit aufweist, Kontinentaldrift, Plattentektonik und so weiter und so fort, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört, werden wir auch noch natürlich ansprechen, wenn wir dann mal ein bisschen in den geologischen Bereich ein bisschen eindringen. Ich bin kein reiner Geologe, ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Wir werden uns also nur auf die alleroberste Schicht der Erdkruste, nämlich den Boden, speziell beschränken. Die Geologie, was unter dem Boden liegt, das kratzen wir nur so ein bisschen an der Oberfläche an. Das langt für unsere Zwecke allerdings auch. Ich habe es nie mehr gebraucht als das, was ich da im Studium entsprechend zugelernt habe. Selbstverständlich ist das auch noch ein unglaublich spannendes Fachgebiet. Aber das wäre wirklich was, wo eine Kooperation mit einem Geoökologen oder einem Geologen unglaublich spannend wäre. Vielleicht im Laufe der Jahre, die diese Reihe jetzt dauern wird, das sind wirklich Jahre, lässt sich sowas durchaus vielleicht eventuell ja realisieren. Ja, aber jedenfalls, die Tropen sind unglaublich alte Ausgangsgesteine und damit ist diese Stelle Platz, wo sich Leben entwickeln konnte, unter über viele Jahrmillionen ähnlichen Klimaverhältnissen, schon ganz, 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 ganz lange eben genau so vorhanden und die Evolution hatte super lange Zeit, sich durch viele, viele Abspaltungen der einzelnen Arten, die jeweils versucht haben, sich noch besser an ihren Kleinstlebensraum anzupassen, eine unglaubliche Artenvielfalt hervorzubringen. Je jünger eine Landschaft ist, die man auf dem Planeten finden kann, zum Beispiel die Sahara, die ist gerade mal 10.000 Jahre alt, ungefähr,
desto geringer ist die Artenzahl der dort vorkommenden Organismengruppen. Beispiel, wieder die Sahara. Was gibt es da nicht, was es in allen anderen Wüsten gefühlt gibt? Kakteen! Ihr werdet keinen Kaktus in der Sahara finden, wobei man eigentlich einen Kaktus mit der Wüste gedanklich unbedingt in Verbindung bringt. Die gibt's da aber noch nicht, weil sie sich da noch gar nicht evolutionär entwickelt haben. Es ist anzunehmen, dass in weiteren 10, 20, 30, 40, 50.000 Jahren dann irgendwann evolutionär auch die Sukkulenz in der Sahara ein Ausmaß erreichen wird, dass sich da auch Kakteen bilden werden, aber das ist Zukunftsmusik und ich glaube, dann sind wir nicht mehr da, um das dann so ganz nachzugucken, inwiefern da jetzt auf einmal Kakteen in der Sahara wachsen. Sukkulenz ist der Fachbegriff für spezielles Wassereinlagerungsgewebe bei Pflanzen, also besonders dicke Blätter. So ein Kaktusblatt in Anführungszeichen, das ist ja wirklich saumäßig dick. Das liegt einfach daran, dass sich im Inneren zusätzliches Gewebe befindet, das einfach nur die Funktion hat, ewig viel Wasser zu speichern, damit die über längere Zeiträume dann ohne Regenfälle auskommen. Das macht aber auch wieder übrigens nur dann Sinn, und damit müssen wir jetzt auch schon eine kleine Brücke von der Physiologie, der Beschaffenheit der Organismen physiologisch gesehen, also wie sind die aufgebaut? Sie haben ein Wasserspeicherungsgewebe. Zur Ökologie, wie gehen sie damit um? Wie arbeiten sie damit? Wie leben sie damit in ihrem Lebensraum? Diese Brücke schlagen. Denn ein Wasserspeicherungsgewebe zu haben ist toll, aber dann braucht man trotzdem noch hin und wieder Wasser, um diesen Speicher wieder aufzufüllen. Ist überhaupt kein Wasser da, dann macht ein Wasserspeicherungsgewebe auch keinen Sinn, weil ganz ohne Wasser kann man noch so toll auf die Speicherung von diesem Wasser spezialisiert sein, dann hilft es trotzdem nichts und man muss trotzdem verdursten. An diesem Punkt kommen dann übrigens Pflanzen ins Spiel, die sich darauf spezialisiert haben, enorm schlechten Lebensbedingungen durch Nichtanwesenheit auszuweichen. Sogenannte Therophyten heißen die. Therophyten? Seht ihr, das müsste ich jetzt zum Beispiel nachlesen. Das ist ja jetzt nur so der kleine Plauderteil zur Einstimmung. Und das werden wir auch noch detailliert besprechen. Und dann sage ich euch auch mit Sicherheit, wie die Dinger genau heißen, jetzt mit dem Fachbegriff. Man kann sich wirklich nicht jedes einzelnen Fachbegriff aus den verschiedenen Disziplinen, die ich hier ansprechen möchte, merken. Dafür reicht mein armes Gehirn dann halt auch nicht aus. Da muss auch ich dann mal ein bisschen was nachlesen. Jedenfalls, diese Pflanzenform zeichnet sich dadurch aus, dass sie über Jahrhunderte theoretisch, nicht nur theoretisch, das ist auch praktisch durchaus nachgewiesen, dass das wirklich geht, im Samenstadium überdauern kann, bis es dann doch alle 30, 40 Jahre an der Stelle, wo sie rumliegt, mal regnet. Dann keimt sie aus, ist ein paar Tage zu sehen, die Wüste blüht, kennt man, und produziert in der Zeit wieder Nachkommen und ist wieder weg. Dieser bemitleidenswerte Organismus in Anführungszeichen liegt im schlafenden, nicht existenten, wenn man so möchte, Stadium am Boden rum, um alle 40 Jahre mal ganz kurz 3-4 Tage lang sichtbar zu existieren und dann wieder in Form seiner eigenen Nachkommen in diesem Überdauerungszustand in der Gegend rumzuliegen. Es klingt schrecklich, aber es ist effizient und ist eine Anpassung, die die Evolution sich hat halt einfallen lassen, um tatsächlich in so einem absolut lebensfeindlichen Lebensraum wie einer Wüste überdauern zu können. Jede Menge Organismen können das nicht, diese Dinger schon, auch wenn sie nur alle 40 Jahre vielleicht mal zu sehen sind. Die Zahlen sind ungefähre Schätzungen, kann auch völlig falsch sein, das ist wurscht. Es geht nur um den Zusammenhang. Ja, solche faszinierenden Dinge im Detail zu verstehen, wie das jetzt wirklich im Einzelnen funktioniert, das ist jetzt so ein bisschen Sinn und Zweck eben dieser Reihe. Klar kann man das so jetzt erzählen, wie ich es gerade tue, dann ist es trotzdem spannend und interessant. Aber ihr wisst nicht genau, wie kommt denn das jetzt zustande und gibt es da irgendwelche Zusammenhänge mit anderen Mechanismen? Kann man vielleicht ganz ähnliche Verhaltensweisen in völlig anderen Lebensräumen auch beobachten? Und wie schaut das dann eigentlich mit den Tieren aus, die sich an sowas anpassen müssen? Schwerpunkt liegt natürlich immer auf unserem Wald.
Aber auch in unserem Wald haben wir kleinräumig eben Anpassungen an solche Verhältnisse, wie sie auch eben mit Wüsten vergleichbar sind, solange man wirklich nur die Detailliertheit der entsprechenden Ebenen wirklich genau betrachtet, findet man das auch da. Und dann ist es besonders faszinierend, dass die grundlegenden Mechanismen teilweise an zwei völlig verschiedenen Orten, die im Laufe der Erdgeschichte nie miteinander Kontakt haben, trotzdem ähnliche Mechanismen hervorgebracht haben, die sich halt eben zum Überleben der Arten als sehr vorteilhaft erwiesen haben. So, das vielleicht einfach mal ein paar spontane Worte zur Einführung zu eben dieser ausführlichen Themenreihe. Ich werde alles, was ich kann, im Wald zeigen und erklären, soweit das möglich ist. Ich werde für manche Dinge Präsentationsfläche brauchen. Und dann gibt es ein bisschen mit Plakaten arbeiten, ein bisschen mit Flipcharts arbeiten. Und das wird dann größtenteils hier im Keller stattfinden. Auch wenn ich mich ja ein Mann im Wald nenne, ist es einfach notwendig, dass man das eine oder andere mal aufmalt und ein bisschen erweitert präsentiert. Und das kann ich nur in Ausnahmefällen auch mal im Wald machen. Das wird sicherlich auch mal geben, aber größtenteils im Keller. Und jetzt vor allen Dingen am Start macht es keinen Sinn, in den Wald rauszugehen, weil wir beschäftigen uns ja jetzt erstmal mit der Entstehung des Lebens. Und es wird jetzt hoffentlich niemanden überraschen, als das Leben entstanden ist. Da war es sehr klein. Und zwar so klein, dass man das mit bloßem Auge ohnehin nicht erkennen kann. Außerdem weiß niemand, wie das damals ausgesehen haben könnte. Das ist nämlich wie viel? 3 Milliarden Jahre ungefähr her. Auch die Zeit weiß niemand so genau. Deshalb schmeiße ich jetzt einfach mal die 3 Milliarden Jahre in den Raum. Und damit wären wir dann aber auch beim eigentlichen Start der ersten Reihe, nämlich Biologie, Schwerpunkt Holzpflanze, angekommen und damit im allerersten Kapitel der besagten Reihe, die allein wird schon sehr lang, nämlich die Zytologie, die Zelllehre. Ich kann auch so viel sagen, bevor ich dann richtig loslege: Jeder Organismus besteht aus Zelle bis Zellen. Die einfachsten Organismen haben genau eine Zelle, alle höheren haben mehrere. Und man kann zwei Zelltypen im Wesentlichen unterscheiden, die Prokaryonten und die Eukaryonten. Prokaryonten sind die sehr einfachen Zelltypen. Die haben gewisse Spezifikationen noch nicht, die Eukaryonten dann aufweisen. Und das war's im Wesentlichen. Alle höheren Organismen setzen sich aus einem sehr ähnlich aufgebauten Zelltyp, nämlich den Eukaryonten, zusammen. Es gibt da nochmal 3 unterschiedliche Typen von eukaryontischen Zellen, die sich dann auch nochmal ein bisschen im Detail unterscheiden können, aber die vom Aufbau her dann jeweils sehr ähnlich zumindest sind, nämlich Pflanzenzellen, Tierzellen und dann noch die Pilzzelle. Wobei die Pilzzelle sich gar nicht so sehr von der Tierzelle unterscheidet, bis auf eine Komponente, die hat nämlich dann auch eine chitinhaltige Zellwand. Sonst unterscheidet sie sich wirklich nicht so sehr von der Tierzelle, weshalb man inzwischen den Pilz auch eher zu den Tieren als zu den Pflanzen zählt. Die Definition Tier oder Pflanze kommt dadurch zustande, ob ein Organismus nun chemoheterotroph oder photoautotroph ist. Das habe ich auch mal in einem anderen Video kurz angerissen. Aber um das vielleicht auch nochmal schnell gesagt zu haben, es gibt 2 Möglichkeiten, wie man sich langfristig ernähren kann auf diesem Planeten. Möglichkeit A, die machen wir und alle Tiere, man frisst wen anders. Möglichkeit B, man erschafft aus der Photosynthese seinen eigenen Zucker. Aus Luft, Wasser und der Kraft zur Photosynthese Zucker bauen, sozusagen. Das sind die 2 Möglichkeiten, wie man langfristig auf diesem Planeten überleben kann. Die Pflanze macht das eine, nämlich die Photosynthese. Pilze und Tiere machen das andere und fressen irgendjemand. Und das war, glaube ich, jetzt auch genug fürs Vorgeplänkel und wir beschäftigen uns jetzt eben mit der besagten Zytologie. Dazu noch eine winzig kleine Anmerkung.
Ich habe da mal eine schöne Gliederung aufgehängt. Leider ist mir danach noch eingefallen, dass ich eigentlich noch was anderes davor erzählen muss. Deshalb gibt es auf der Gliederung, steht nicht drauf, aber es gibt im Prinzip noch einen Punkt 0. Und diesen Punkt 0, mit dem fangen wir jetzt an. Und bis dahin, lasst euch bloß nicht betüxen.